Leute, willkommen zurück zu Anno 2205 zusammen mit mir. Ich bin Felix, der Weise. So, und wir brauchen mehr Biopolymere. Ich liebe das. Das sind diese Teile hier und da müssen wir mal überlegen, wie viel wir da jetzt brauchen. Moment, 1, 2, 3. So, jetzt haben wir erstmal ein paar eingekauft, dass auch der Bau der Brücke hier weitergehen kann, denn der Bau der Brücke stoppt nämlich gerade, weil diese ganzen Teile, ja, jetzt haben wir wieder optimale Eingabe. Es fehlen immer noch 21 Stück. Also das wird gleich wieder irgendwann stoppen. Wir müssten einfach mehr von diesen Teilen produzieren. Aber wir können gleichzeitig auch jetzt hier anfangen. Ich dachte immer, man braucht Graphen für die Brücke, aber anscheinend doch nicht. So, denn wir müssen ja gleichzeitig uns hier auch mal um die Algen kümmern. So, wir brauchen nämlich für die ganze Verjüngungskuren ja auch einiges an Algen. So, wie viele Algen brauchen wir immer noch 7 Stück. Achso, weil das noch nicht angeschlossen ist. Stimmt. So, und zack, haben wir schon ein plus 8. Und dabei ist diese hier noch gar nicht voll ausgebaut. So, was braucht denn die große Verjüngungskurenfabrik denn alles? Wie viel braucht ihr denn noch insgesamt? Euch fehlen noch 7. 7 Sündzellen. Okay, das sollten wir aber schaffen. So, hier, wie viele Algen kommen rein? 8, das heißt, ich kann das schon wieder nicht bauen, wegen diesem dämlichen Kram hier unten. Ja, es fehlt richtig krass an diesen Sachen gerade. So, wer produzierte das denn? Das war auch sowas, was ich, glaube ich, schon gar nicht mehr ausbauen konnte und völlig eingezäunt habe. Ich glaube, hier war das, ne? Kann das sein? Ne, hier kam das raus, genau. Wer produzierte denn diese anderen Teile da? So. Das, ach genau, das kann ich. Das ist ja auch sowas, was wir antun, aber hier fehlen die auch. Das ist richtig bescheiden. Ich muss das doch irgendwo aufgebaut haben. Ah, hier ist noch ein Bergbauplatz. Es ist ein Gut. So, sammeln wir das mal ein. Oder wurden die in der Arktis produziert? Die wurden doch hier irgendwo produziert, da bin ich mir doch relativ sicher. So, hier kommt ein bisschen zu wenig rein, aber das ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Aber wer produzierte denn halt gleich nochmal diese... Ah, da können wir doch einfach mal hier gucken, wer das produziert. So, die Admins machen das nicht. So, wie und was ist das denn, Freunde? Ach, die brauchen... Was ist denn das für ein Ding? Ach, das ist das. Ah, okay. Und das können wir natürlich nicht mehr ausbauen, weil wir uns da so völlig eingebaut haben. Müssen wir gucken, wie groß wäre denn so ein Modul. Obwohl... Ah, das ist halt saublöd platziert von mir. Wir könnten höchstens versuchen, das eine Stück nach rechts zu rücken. Dann passt, glaube ich, ist so ein Erweiterungsteil auch dazwischen. Nein, ach, das sind wieder so eine fetten Teile. Ach Mensch, Entschuldigung für den Ausdruck, aber... Das ist natürlich doof. Aber, oder wir machen Radikalschlag und... Oh, das, da hinten kann ich auch nicht viel machen damit. Nee, da ist ja die Sündzellenfabrik. Nee, das kann man auch nicht machen. Tja, das ist nämlich das Los. Man kriegt ja immer irgendwann Platzprobleme in dem Spiel. Hier hinten geht's auch nicht. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen größeres Problem. Ich meine, klar, wenn man es ordentlich verbaut, hat man vielleicht ein bisschen mehr Platz, ohne Frage. Aber was ist denn das hier eigentlich für eine Sicherheitsabteilung? Ja, die brauchen wir ja auch irgendwann mal. Kann das Ding natürlich von hier hier hinlegen, aber ich kann es nicht drehen. Ich kann es halt leider nicht drehen. Ich habe das einmal hingekriegt, dass ich die irgendwie... Ah, jetzt ging das. Jetzt. Okay. Jetzt setzen wir das einfach mal hier hin. So, und dann können wir nämlich hier ein paar Erweiterungen dazu dranhauen.
Ist die Frage, ob der noch genug Input hat. Ja, das machen wir genug mit dieser Sonnenblumenteilen da. So, muss man natürlich gucken, dass die sich hier nicht in die Quere kommen. Jetzt haben wir zumindest diesen. Okay, wir könnten sogar noch einen dran bauen. Da ist die Frage, was. Das kostet ja auch alles Unterhaltskosten, das darf man ja auch nicht vergessen. So, und jetzt ist der sowieso, glaube ich, ob. Ne, wir könnten den sogar nochmals erweitern. Okay, und jetzt bleibt eins übrig, das heißt, das Problem haben wir erstmal gelöst. So, super. Okay. Jetzt können wir hier erstmal gucken, wie wir hier weiter vorgehen. Was fehlt hier wieder? Hier fehlen die, aber das heißt, die müssen erstmal produziert werden. So, Algen kommen genug rein. Oder? Ja, also hier können wir auf jeden Fall noch eins dran bauen, damit das endlich mit diesen Verjüngungskuren in Gang kommt. Und ihr seht, wir machen weniger Umsatz, weil die ganzen Gebäude, die wir in diesem und im letzten Part vor allem gebaut haben, das kostet alles Unterhalt. Wir bräuchten also mal wieder ein paar Wohnhäuser, das könnten wir ja gleich machen. Da, wo wir quasi eine Firma da verlegt haben, da ist ja jetzt Platz für einen Wohnblock, oder geht die Reisfarm noch? Nee, die geht nicht aus. Wie läuft das? So, das heißt, nicht mal den kann ich bauen. Nicht mal den kann ich bauen, weil die Brücke so krass hier an diesen Sachen braucht, die wir hier bauen. Aber es sind nur noch 2 Minuten und dann hat sich das Thema auch erstmal erübrigt. Wenn man denkt, dass hier, glaube ich, dann noch viel größere Sachen hin sollen. Oh je, oh je. So, geht das jetzt hier mit dem Aufbau? Ja, das geht. So, und jetzt sollten wir. Jetzt haben wir Algen. So, und jetzt müssten aber mittlerweile genug Verjüngungskuren produziert werden. Dass wir da vielleicht sogar diese eine Transferroute schon in Betrieb nehmen können. Hä? Es sind immer noch zu wenig Sündzellen. Aber, ach, 64 haben wir jetzt. So, jetzt haben wir. Da müssten wir ja fast einen Überschuss haben von den. Na, von wegen Überschuss. So, dann müssen wir erstmal hier diese Transferroute. Hat die sich automatisch optimiert? Hier oben werden die ja gebraucht. Da oben werden auch Arbeiter gebraucht. Und Sauerstoff. Okay. Okay. So, diese Luxuskosten müssen wir ankurbeln. Die Neuroimplantate. So, also, was sollen wir da oben? Da oben auf dem Mond soll eine Wartungsstation gebaut werden. Eine Transferroute für diese Kuren. So, und ihr werdet gerade sehen. Von hier nach hier. Und da machen wir mal 3. Und ihr seht, Transferroute, das kostet nicht bloß diese 250 oder was hier zu. Oder 500, das kostet 1500 bis da hoch. Hier oben sind ihre Kolonisten immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Ja, das Vorteil ist, wenn man diese Dinger neutralisiert. Wenn man das hier befriedigt. Transferroute nimmt Betrieb auf. So, jetzt müssen wir mal auf den Mond gucken. Da müssen wir uns um den Sauerstoff kümmern. Sonst hauen uns da die Arbeiter ab. Das ist ja so ein Problemchen. Und hier haben wir ja noch gar nicht viel aufgebaut. Was ist denn das? Das ist toll, das ist toll. Also hier läuft ja noch gar nichts weiter. Oh, ihr braucht ein Haus, eine Straße. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen, wo wir hier oben waren. So. Und was produziert er? Er produziert diese Titanplatten. Okay. Haben wir nicht irgendwo eine Sauerstofffabrik? Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, das habe ich schon entdeckt, mein Guter. Ja, Sauerstoff müssen wir. Und dazu brauchen wir aber dieses Mondeis. Und wer produziert das? Was brauche ich denn für Mondeis? Für Mondeis brauche ich Titanplatten. Die produzieren wir schon. Das habe ich doch, das Teil, oder? Nee, ich nicht. Achso, warum kann ich das nicht bauen? Weil mir... Benötigt Bergbauplatz, alles klar. So, wo ist denn der nächste? Der ist hier oder hier? Hier. Oh, da brauchen wir noch einen Strahler.
Schattengenerator. Da brauchen wir sogar zwei. Da ist aber noch nicht dieser ganze Bereich abgedeckt. Achso, der braucht auch eine Straße, stimmt. So, jetzt haben wir das Mondeis, was produziert wird. Und guckt mal an, wir machen kaum noch Umsatz. Das ist so extrem teuer. Das ist so teuer in den Unterhaltskosten. Oder greift mich ja gerade einer an? Alter Falter. So, jetzt sie brauchen Brücken. Ah, irgendwas ist mit der Brücke. So. Na, das mit diesen Transportern, also das schieben wir mal ein bisschen aus. So, Energieknappheit haben wir noch nicht. Was ist mit diesem Brückenbauplatz? So, wie weit sind denn die hier? Was brauchen wir denn hier? Grafen, 91. Oh, okay. Okay, 91 Grafen brauche ich hier. Das heißt, wir müssten dann noch mal so eine Militärmission machen. Ich hätte gedacht, ich habe genug Grafen. Gut. Schön, Sie zu sehen. Was beschäftigt Sie? Gar nichts. Das ist ein ganz anderer Sektor. Hab mich verirrt, sorry. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja. So, Arktis. Arktis hat auch nicht viel. Mond hat nicht viel. Na gut, was heißt auch? Der Mond hat doch. Der brauche ich nochmal Sauerstoff, weil wir keinen produzieren. Ist natürlich richtig ungünstig, was das da oben kostet. So, und jetzt können wir aber diese Sauerstofffabrik aufstellen. Die braucht gerade mal zwei von dem Mondeis. So, dann läuft das schon mal. Der Umsatz geht hoch, aber minimal. Das ist ja lachhaft, was wir hier an Umsatz jetzt machen. Bionische Erweiterungen und eine Wartungsstation brauchen wir noch. Neue Baupläne. Bloß wenn ich die Wartungsstation jetzt hier... Transportzentrum brauchen wir jetzt noch nicht. Aber wenn ich diese Wartungsstation baue... Was ist das denn? Das ist die Wartung. Die muss ja erstmal freigeschalten werden. Ich habe zu wenig Arbeiter hier oben. Seltene Erden. Okay, da müssen wir erstmal seltene Erden produzieren, um dann diese bionischen Erweiterungen zu produzieren. Bedürfnis anbestimmen. So, neue Bauoptionen erweitert. Okay. Aber ich brauche mehr Arbeiter hier oben. Das ist ja das Allerwichtigste erstmal, dass hier mehr Menschen den Weg hier nach oben finden. Jetzt geht der Umsatz langsam wieder nach oben. So. Das wird genötigt und wir brauchen eben mal, wie gesagt, eben auch diese seltenen Erden. So. Benötigt Bergbauplatz. Ist das nicht dasselbe, was der hier produziert? Nee, das ist was anderes. Das sieht halt nur so ähnlich aus. Ach, jetzt braucht er hier noch den Dings. Hier brauchen wir natürlich auch noch einen Schattengenerator, der auch wieder total teuer ist. So, jetzt produziert der das. Und jetzt brauchen wir Energie. Und die kann ich nicht bauen. So, wir machen Verluste. Das ist super. Ganz toll. Wieso kann ich denn das Schutzschild, den Schutzschild hier nicht bauen? Ach, der braucht auch noch. Nee, Moment. Wieso braucht denn das jetzt auch einen Bergbauplatz? Habe ich hier nicht schon Energie? Nee, produziere ich keine Energie. Warnung.
Energie. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. So, was machst du jetzt? Wähle die Fabrik, um zu investieren. Okay. So, das heißt, wir kümmern gleich den nächsten. Wir sind jetzt im Augenblick nur am Geld ausgeben. Das ist so teuer hier auf dem Mond, das ist Wahnsinn. So, das heißt, wir müssen jetzt hier... Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Und man hat uns Geld geliehen. Und wir wären jetzt schon sonst bankrott gegangen, ne? Man kann das Spiel auch so spielen, dass man halt bankrott gehen kann. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Energie. Guckt euch das an. Der ganze Umsatz, wir haben das ganze Spiel bis jetzt immer nur guten Umsatz gemacht. Das ist alles hinüber, alles fürs Gesäß, weil die Unterhaltskosten hier oben so extrem hoch sind. Ne, das ist, ich glaube, ich bin gerade hier ein bisschen zu schnell in dem Spiel unterwegs. Ich glaube, dass es daran liegt. Der menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit geeignet. So, jetzt haben wir das Zum schon Glück mal geschafft. Hat ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken für ihre Astronauten zu verringern. Und jetzt können wir auch die Wartungsstation bauen. Bauoptionen erweitert. Aber wo platziert man das alles am besten, am günstigsten? Es ist eh egal, jetzt machen wir sowieso nur Verluste. Auf dem Mond lebt man wie in einem Aquarium. So. Ein kleines Leck und die Zustände werden gefährlich. Aber Sie sind für alles gewappnet. Ja, ich habe genug Lecks. Die Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Und der nächste Kredit, ja. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Und wieder Energiemangel. Ach, das ist nicht schön, ne? Gute Systeme sind die halbe Miete. So. Das ist ja, das guckt euch das an. Im Prinzip alles, was so gut gelaufen ist im Spiel. Jetzt läuft es alles. Ich habe es schon wieder zu lange nicht gespielt. Aber alles läuft jetzt hier wieder extrem mies, extrem schlecht. Wir müssten Krieg spielen. Jetzt müssen wir diese Dinger noch auf die Erde runterliefern. Ach, kostet ja nicht. Das kostet ja eigentlich alles nichts, ne? Wir gucken mal, dass wir diese Luxuskost da ankurbeln können. Jetzt, der Umsatz wird langsam. Entschuldigt, Leute, das frustriert mich ja persönlich auch gerade schon wieder. Ne, also, Beste wäre es natürlich, wenn man das Spiel mal mit Bankrott spielt, aber da wäre es jetzt zu Ende gewesen. So, das muss man hier sehen. Hier für Sojabohnen. Es werden ja noch Sojabohnen, werden noch ein bisschen produziert. Hier habe ich die Farm einfach blöd aufgebaut, muss ich sagen. Okay, und hier fehlen schon wieder Sojabohnen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, und hier wird... Hier können wir gar nicht erweitern. Mir fehlt ja schon der Wein. Hier sieht es aber mit der Energie auch schon bescheiden aus. Das würde halt keinen Sinn machen, jetzt hier noch ein zweites Modul dran zu setzen, weil uns der Wein fehlt. Den können wir aber auch nicht erweitern. Das ist wirklich hardcore jetzt hier. Was haben wir gesagt? Hier machen wir eine Landwirtschaftsinsel hin. So. Das heißt das, dass wir jetzt hier irgendwo noch einen Weinberg bauen? Da irgendwie wieder hier ins Plus zu kommen. Aber wie? 7000 minus, das ist doch lächerlich. Also das ist manchmal solche Aufgaben, die... ich persönlich, naja, sehr, sehr schwierig finde. Können wir eigentlich gleich aufbauen. Wir müssen immerhin hinter. Dieses Luxusobst, das wird uns noch ein ganzes Stück begleiten. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das jetzt hier ein Stückchen erweitern können. Ja, entschuldigt Leute, ich bin da wirklich gerade auch ein bisschen angekratzt. So, aber wir haben garantiert, ja, wir brauchen eigentlich hier mehr Rindfleisch. Wein haben wir sogar genug. So, das heißt, dieses Thema Luxuskost ist jetzt temporär erstmal gelöst. So, genau. Die brauchen jetzt ihre Erden hier. Und hier oben
wird Luxuskost gebraucht. So, wieso gibt es denn da keine Transferroute? So, die liefern ja schon. Da müssen wir noch eine Transferroute in Betrieb nehmen. Oh, was habe ich denn jetzt hier abgebrochen? So, und die... Moment, da müssen wir hier hin? Ach, vergiss es doch. Null. Das heißt, wir bauen noch ein zweites Modul. Wir brauchen ja noch ein zweites Modul, um da erstmal was ausliefern zu können. Umsatz ist... Das ist einfach nur fatal, was hier passiert. Ich meine... Deswegen, wenn ihr noch nicht so geübt seid, so wie es mir ja hier gerade geht, dann spielt es halt wirklich ohne Bankrott gehen. Jetzt wäre ich ja, glaube ich, heute ausgerastet. Was ist denn hier gerade los? So, wer produzierte denn hier? Das war, glaube ich, die Fischproduktion. Das war gerade so alles gerade so optimiert. Ja, ach, hier fehlt es wieder an den Teilen, über jenen. Deswegen können die... So, und wer produzierte dieses Zeug? War das nicht schon voll? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ach, Moment, war das... Das konnte man sogar noch optimieren. Genau. Ach, nee. Ach, hier war das. Und das war aber schon... Ja... Dann müssen wir das erstmal hier ankurbeln, wenn das überall gebraucht wird. So. Okay, das heißt, wir können hier tatsächlich noch ein Modul dazu setzen. So, und haben da tatsächlich plus 8 raus, aber kriegt er noch Idealzeug rein? Nein, nee, der braucht eigentlich noch mal was, aber... Das heißt, wir könnten uns hierum sogar kümmern, dass die jetzt hier ihre 4 Stück mehr kriegen. Wir runden mal auf 20. So, denn das sorgt dann wieder alles dafür, dass der Umsatz so langsam aber auch wieder nach oben geht. Aber liebe Leute, ihr seht, es wird jetzt hier wirklich gerade schwierig. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder reinschaltet. Bis dahin, haut rein, euer Felix, der Weise.